So, da sind wir wieder. Heute gibt es mal keine großen Veranstaltungsankündigungen, weil zum einen gibt es immer weniger Veranstaltungen und zum anderen ist bei vielen auch heute nicht klar, ob sie morgen stattfinden. Deswegen haben wir beschlossen, wir bringen mal wieder ganz andere Sachen, die trotzdem interessant sind und die man auch machen kann während der Corona-Einschränkungen und ohne dass man selber dabei Gefahr läuft, sich anzustecken. Und da gibt es eine ganz interessante Sache, darüber hatten wir schon mal berichtet. Und zwar gibt es hier in Warburg die Möglichkeit, an einem Spiel teilzunehmen. Dafür braucht man nur Kopfhörer und ein Handy. Das Ganze nennt sich Lauschangriff, hat aber nichts mit dem, vermute jedenfalls mal, nichts mit dem ursprünglichen Sinn dieses politischen Ausdruck zu tun. Wer da mehr darüber wissen will, muss mal googeln. Aber wer mehr über das Spiel wissen will, geht am besten auf unsere Webseite. Wir haben den Artikel gerade eben erst veröffentlicht und ich habe dazu vor ein paar Tagen schon mal ein Interview geführt. Das zeigen wir euch jetzt. Gut. Hallo, heute im Gespräch bei mir Kai Greutner, Veranstalter aus Warburg. Seine Agentur heißt Nur Gute Leute und der hat zusammen mit seiner Lebensgefährtin, der Sarah Hakenberg, eine in Deutschland bekannte und beliebte Kabarettistin, schon vor einiger Zeit noch ein Nebenprojekt an den Start gebracht. Ausgelöst wurde das wahrscheinlich, vermute ich mal, durch die Corona-Krise. Und darüber wollte ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Kai, wann ging denn das los? Und war es so, wie ich vermutet habe? War das der Auslöser oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und was ist die Idee überhaupt? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, tatsächlich vermutest du da ganz richtig, Fedor. Corona war definitiv der Auslöser für die Idee. Meine Frau steht, wie du richtig gesagt hast, eigentlich auf der Bühne. Ich bin meist hinter der Bühne unterwegs. Und so kam es, dass wir in dem ersten Lockdown halt wirklich 100% Einnahmen, Einbußen hatten. Es gab faktisch nichts mehr zu tun für uns. Und dann haben wir uns überlegt, was macht was kann man noch machen an einem Kulturangebot, was kann man da schaffen? Und daraus entstanden ist der Lauschangriff. Letztes Jahr, als wir es erfunden haben, hieß es noch Hörtour Warburg. Wir nennen es mittlerweile Audio Urban Game, also ein Live-Hörspiel, bei dem man durch die Stadt rennt, aber vor allem alleine unterwegs ist und so quasi Corona-sicher wieder Kultur erleben kann. Eine ganz besondere Art von Kultur. Wir spielen also mit der Stadt. Die Menschen müssen Rätsel lösen, ein paar Hinweise finden in der Stadt und ja, sind da eine halbe Stunde unterwegs innerhalb Warburgs und seit diesem Jahr auch innerhalb Arnsbergs. Das ist die zweite Stadt, die dazugekommen ist. Wie kam es denn zu Arnsberg, ganz kurz? Ganz lustiger Zufall. Die Annette vom Stadtmarketing Arnsberg hat Bekannte in Warburg und die waren tatsächlich auf so einem Wochenende in Warburg im Hotel hier übernachtet und gut essen gewesen und haben durch Zufall uns entdeckt dort oben am Marktplatz und sie ist mitgelaufen mit ihrem Mann und kam danach völlig verschwitzt und aus der Puste zurück und sagte, das will ich auch für Arnsberg und das hat uns total gefreut. Dann hat es so ein bisschen gedauert, weil das natürlich nicht so um die Ecke ist, wie mal eben hier sich Touren ausdenken vor der Haustür. Ja. Aber wir haben dann tatsächlich dort in diesem Jahr den zweiten Lauschangriff umgesetzt. Genau, so kam es zu Arnsberg. Wir hatten ja damals, als ihr damit gestartet habt, auch schon mal einen Artikel gebracht und das ein bisschen vorgestellt. Ja. Ich habe mir das damals auch angeguckt. Damals habt ihr da so kleine MP3-Player rausgegeben. War auch immer ganz interessant, das zu beobachten. Man konnte das, ich wohne ja bei euch in der Nähe, wo ihr eure Station hattet, wie die Leute dann da so durch die Straßen huschten. Hast du schon gut beschrieben, immer so ein bisschen in Hektik. Und wenn sie dann aber zurückkamen, gab es auch eine zweite Gemeinsamkeit, die mir aufgefallen war. Die waren nicht nur ein bisschen geschwitzt, sondern sie hatten auch alle immer ein breites Grinsen. Das hat ihnen also offensichtlich richtig Spaß gemacht. Und sie mussten dann auch gleich darüber erzählen. Das habe ich also auch am Rande immer gehört. Und das ist ja die Vorgeschichte. Und jetzt habt ihr also einen Preis gewonnen. ADAC Tourismuspreis nennt sich das Ganze. Genau. Und das hat mich erstmal verblüfft. ADAC kennen wir ja alle, hat ja eher was mit Autos zu tun. So. Sind die Autos eigentlich, ja, genau. Was ist das für ein Preis und warum habt ihr daran teilgenommen?
Tatsächlich lief das auch wieder über, also wir kamen überhaupt drauf, auch über die Annette vom Stadtmarketing Arnsberg, die sehr umtriebig ist und die so die Fühler ausstreckt in alle Richtungen, wo gibt es Preise für innovative Konzepte, wo gibt es Förderung für sowas und so weiter. Wir sind da in einem regen Austausch, auch wenn sie etwas weiter weg wohnt. Und sie sagte, es gibt jetzt für NRW das erste Mal diesen Tourismuspreis. Also der ADAC ist natürlich der Automobilclub, aber sie wollen halt auch den Tourismus fördern in ihrer Region. Also die haben der ADAC ist halt ein Riesenverein, also ich weiß nicht, gefühlt jeder dritte Deutsche ist da irgendwie Mitglied. Also die Zahlen wurden da genannt am 3.11. bei der Preisverleihung. Also unglaublich groß und hat diese Regionalverbände, wo wiederum drei Regionalverbände sich zum NRW-Regionalverband zusammengeschlossen haben. Und dieser hat zum ersten Mal diesen Preis vergeben. Also den gab es schon häufiger in Bayern, so klassische Touristenregion. Es gab ihn schon mal in Hamburg und in NRW gab es ihn jetzt das erste Mal. Und die suchten halt vor allem digitale, nachhaltige und ja, innovative Projekte. Und da meinte Annette, bewerbt euch doch mal. Also wenn nicht ihr, wer dann, passt so zu diesen Konzepten, zu diesen Kriterien, die sie da aufgestellt haben. Und dann sind wir relativ blauäugig daran und haben uns schon super gefreut, dass wir unter die 10 Finalisten gekommen sind, halt NRW-weit. Und haben dann letztendlich tatsächlich diesen Preis gewonnen. Also wir haben mit nichts gerechnet. Also wir freuten uns total, dass wir da eingeladen waren. Wie viele Teilnehmer waren das insgesamt? Also ich glaube, es waren 32 Bewerbungen und dann wieder 10 Finalisten und dann drei Treppchen. Aber ihr habt da ja seitdem ja auch ein bisschen was verändert, ne? Also ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, ihr habt ja eine App an den Start gebracht und habt ihr euch jetzt speziell mit diesem App-Konzept beworben? Oder war das, ist das unabhängig davon? Und das war da schon die App, genau. Wir haben gehst du geschichtlich einen Schritt zurück, das ist ganz richtig, weil das haben wir noch nicht erzählt, nach diesen MP3-Playern und Kopfhörern, die wir halt in Warburg verteilt haben, konnten wir dasselbe nicht mehr in Arnsberg anbieten. Also es wäre kompliziert geworden, da dann auch an einem Tag in der Woche zu sitzen, MP3-Player zu verteilen. Theoretisch hätte das dort jemand machen können, aber dann fehlt so ein bisschen der persönliche Bezug dazu. Und dann haben wir uns gedacht, weil wir auch mit anderen Leuten gesprochen haben, Mensch, das wäre doch was für eine App. Und haben uns dann zusammengesetzt mit einem pfiffigen ITler aus Paderborn, der das Ganze dann als App umgesetzt hat, auch quasi zum Start der Arnsberg-Tour Anfang 2021. Was ist an der App jetzt anders als vorher mit den MP3-Playern? Also die MP3-Player, das war noch sehr oldschool, die MP3-Player sowieso an sich und das Lösungswort, was man immer suchen muss, man muss so 10-12 Buchstaben in der Stadt finden, schrieb man tatsächlich noch mit Bleistift auf den Zettel. Das ging halt nicht irgendwie. Und das macht jetzt alles die App und das macht wahrscheinlich kann es jeder auf seinem Smartphone nutzen und ihr braucht keinerlei Hardware vor Ort. Genau, du brauchst ein Smartphone, das geht auch relativ weit runter noch mit den alten Modellen und du brauchst Kopfhörer, also kannst du es auch immer mit Bluetooth-Box abspielen, aber natürlich ist das Spannendste ganz alleine und mit Kopfhörer und tatsächlich genau das Buchstabeneintragen funktioniert jetzt in der App und es geht auch erst weiter, wenn du den richtigen Buchstaben hast, also am Ende hast du wirklich die richtige Lösung, es sind alles keine schweren Rätsel, aber es ist alles app-intern und dadurch halt vor allem sind die Leute jetzt flexibler geworden. Sonst waren es halt immer sonntags von 10 bis 4 oder so habe ich da gesessen und die MP3-Player verteilt. Jetzt kann man auch freitags abends, montags morgens laufen, theoretisch. Ah. Genau, das muss jetzt nicht. Und ihr habt auch neue Touren dazu, ne? Wenn ich das richtig bin. Die Warburger mussten wir ein bisschen überarbeiten. Da haben sich ein paar Sachen verändert. Man konnte nicht mehr da am Finanzamt herrennen, wo wir unsere Tour geplant haben. Und so. Warum? Da gibt es diesen Schleichweg neben dem Finanzamt mit diesem Törchen. Ja. Den haben sie irgendwie abgeschlossen wegen Vandalismus oder so. Also es lag nicht an uns, sondern die Tür war auf einmal abgeschlossen. Und da gab es so 2-3 Menschen, die Tour gelaufen haben. Na, wer weiß. Ja, genau. Nee, aber so ein paar Sachen mussten wir umschreiben. Die haben sich wahrscheinlich gewundert, warum sind da plötzlich ständig Menschen. Ach, schade. Es war jetzt kein Aufwand. Ist halt so, also ein kleiner Aufwand war es, aber die beiden Touren. Aber tatsächlich, diese App-Umsetzung hat so viel Zeit geraubt, dass wir für Warburg nichts Neues geschrieben haben. Also die Touren sind die gleichen wie im letzten Jahr, dieselben. Arnsberg ist tatsächlich aber komplett neu und da haben wir wirklich eine Woche in der Ferienwohnung verbracht und dann
waren wir noch 10-mal bestimmt da, um dann also Details zu ändern, um halt dieses Timing hinzubekommen. Du sagst es gerade, Touren. Damals, als ich es kennengelernt habe, gab es, glaube ich, nur eine Tour für Warburg. Wie viele sind es jetzt? Ja, es sind zwei. Also es gibt die Erwachsenen-Agententour und es gibt eine Kindertour. Für Kinder ab 5 oder so, ungefähr 4, 5 empfehlen wir die, wo man auch zwei Gespenster befreien muss aus der Altstadt. Genau, das ist das. Wie kann man sich denn das bildlich vorstellen? Und nehmen wir mal das Beispiel mit der Kindertour. Also die ziehen das Ding auf, dann sehen sie wahrscheinlich hier, ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit Grafik unterstützt. Und genau. Dann schildern doch einfach mal so, wie es anfängt. Man wird erstmal, also man hat die Kopfhörer im Idealfall auf oder eine Bluetooth-Box. Kopfhörer macht mehr Spaß, weil man dann wirklich in der Geschichte drin ist. Und man wird an die Hand genommen, also sowohl die Kinder als auch die Agenten kriegen erstmal gesagt, wer spricht denn da überhaupt gerade mit mir? Und bei den Kindern ist es natürlich Fantasie. Wer spricht da? Ist alles meine Frau. Also Sarah hat das aufgesprochen und im Fall der Agententour ist sie die Agentin, die die Leute durch die Stadt lotst. Im Falle der Kindertour ist sie das Gespenst Papalapap, was Hilfe braucht, um seine Geschwister aus den beiden Türmen in der Altstadt befreit zu bekommen. Und, welche Türme sind das in der Altstadt? Der Biermannsturm und der Johannisturm. Und der gemeine Zauberer Donaldus Trumpus hat ihre Geschwister dort gefangen. Was ist das denn? Ja, dem gilt es, das Handwerk zu legen. Und das macht, glaube ich, viel Spaß. Also wir haben, also die Kindertour ist wirklich so ein bisschen unser Lieblingsding, wenn man das sagen kann, weil da haben wir wirklich, da spielen wir mit einem Hydranten, der halt ein Roboter ist, der auf einmal spricht. Oder wir haben eine Klingel am Sackturm montieren dürfen, wo die Kinder wirklich hochgehen und klingeln, um die Hexe zu wecken, die im Sackturm wohnt und so. Also ist, wie gesagt, da spielen wir wirklich mit der Stadt und also mit den Sachen, die einfach da sind. Die Kinder müssen rückwärts über die Brücke beim Kattenturm und so. Also wir kriegen da Rückmeldung von Eltern, von Kindern, dass die Kinder das wirklich, wirklich sehr, sehr ernst nehmen und dann auch denken, da ist wirklich der Zauberer, den ich da gerade höre. Und manche freuen sich auch wirklich, wenn sie dann auf dem Weg zur Schule oder so auch immer mal wieder am Sackturm die Klingel betätigen können und so, weil die hängt da halt wirklich, die haben wir da hinhängt. Aber die können nur klingeln, da ist nicht ein Lautsprecher, der dann innen drin irgendwas sagt, oder? Nein, das ist dann alles im Hörspiel. Ach so. Die Klingel ist da tatsächlich. Also die cool. Genau. Ja. Und, kommen wir nochmal zu dem Preis. Ja, alles gut. Es geht ja alles von unserer Zeit ab. Ja. Wie hoch dotiert war der denn? Kein Geld. Was? Wir haben reiche ADAC gibt kein Geld? Ja, der hat eine tolle Trophäe uns gegeben, die kann ich mal kurz hochhalten, die habe ich mal hier um die Ecke gestellt. Cool. Genau. Das ist ein schöner Pokal und auch ein Wanderpokal, auf dem unser Blechschild draufsteht. Also den geben wir in 2 Jahren weiter. In 2 Jahren ist die nächste Verleihung. Und es gibt eine große Plakette, so eine gelbe ADAC-Plakette, wo wir gerade mit Herrn Hoffmann von der Touri-Info im Gespräch sind, ob wir die vielleicht dort platzieren, neben unserem Flyer-Ständer. Mal gucken. Genau, aber es gab kein Geld, aber ein PR-Marketing-Paket. Und was vielleicht sogar mehr wert ist als jetzt eine Summe X. Wir werden jetzt 2 Jahre lang Marketing-PR-technisch begleitet. Und dort ist Anfang. Das heißt konkret, Beispiel mal so? Wissen wir selber noch nicht und das weiß der ADAC, glaube ich, auch noch nicht, weil dieses Konzept so ein bisschen, also es waren halt viele Stadtmarketings und Tourismusvereine, die sich beworben haben mit so klassischen Sachen wie ein schöner Radweg oder so eine Stadtführung und wir ein bisschen die Exoten und jetzt müssen sie selber schauen, glaube ich, was sie daraus machen, aber wir haben Anfang Dezember das erste Meeting mit denen, um zu besprechen, was man jetzt so machen kann, von wegen da in die Reiseführer rein oder. Wollte gerade sagen, Möglichkeiten haben die ja, ne? Dann können was rumkommen. Ja, genau. Und deswegen war es gar nicht wichtig, da Geld zu bekommen, sondern ich glaube, dieses PR-Paket ist wirklich auch eine Menge wert. Ja. Ich habe gesehen, der zweite Preis ging auch in unsere Region. Ja, das stimmt. Ganz lustig mit Sven, der federführend ist, also federführend weiß ich nicht, aber der sich mit dieser Graffiti-Geschichte auskennt, habe ich zusammen studiert. Das war willst du da auch schnell was zu sagen? Ja, es war ein schönes Wiedersehen. Wir haben zusammen Kulturwissenschaften studiert, 2006, 2007, irgendwie in Paderborn. Und dann haben wir uns immer sind in Verbindung geblieben, haben so gesehen, was derjenige andere macht. Aber wirklich getroffen haben wir uns selten. Und jetzt haben wir uns da bei der Preisverleihung getroffen. Und ich habe mich, also es ging von 3, 2, 1 hoch, die Preisverleihung. Und als er den zweiten bekam, habe ich mich schon sehr gefreut, weil das wirklich cool ist. Also so eine Graffiti-Stadtführung in Paderborn
Vermutet man jetzt da nicht auf den ersten Blick, aber das ist wirklich toll. Die haben eine große Graffiti-Szene und auch wirklich, das ist schon Kunst, was da hängt. Das ist jetzt keine Schmiererei. Und was machen die, wenn man das ganz schnell erklären kann? Was ist Teil deren Konzept? Die haben auch eine App aufgesetzt, beziehungsweise nutzen so eine App-Engine, Action Bound heißt das, und damit führt einen diese App an verschiedene Plätze der Stadt, wo große, großflächige Graffitis da sind und dann halt auch Geschichten dazu und Musik und ja, sehr, sehr modern, sehr cool. Genau, und deswegen. Wie heißt deren App? Also die App heißt Action Bound, aber die kann jeder nutzen. Das ist quasi wie so ein kostenloses Engine, die jemand nutzen kann. Und dann aber wie heißt denn eure App? Unsere App heißt einfach Lauschangriff und die gibt es in jedem. Und die finde ich im App Store und auch im Play Store? Im Play Store. Also bei Android und? Genau, gibt es für beide Systeme und Lauschangriff ist relativ einfach zu finden. Und ist kostenlos? Die App ist kostenlos, die Touren kosten 7 Euro. Oh, das ist aber das ist für In-App-Käufe ist es relativ teuer tatsächlich. Also wir waren, man kennt das so, diese Games kosten irgendwie maximal 3 Euro, aber man hat natürlich was davon, wir bieten ja schon was. Deswegen ist das auf jeden Fall fast über die Hälfte günstiger, als es letztes Jahr noch gekostet hat vor Ort. Also da haben wir 10 Euro genommen für die Erwachsenentour und 15 für die Kindertour. So quasi spart man sogar noch. Aber ich sitze da ja auch nicht mehr jeden Sonntag. Es kommt auch immer darauf an, was angeboten wird. Ja, man kennt natürlich diese sehr preiswerten In-App-Sachen. Auf der anderen Seite sind das dann oft auch Abos. Ja, und, oder versteckte Sachen. Es gibt ja auch, was weiß ich, eine Fernseh-App, die kostet 9,99 Euro, habe dafür keinen Kabelanschluss mehr und das ist dann, muss ich aber jeden Monat bezahlen. Da seid ihr also mit 7 Euro noch günstiger. Und es gibt auch Apps im technischen Bereich. Ich habe jetzt erst bei einem Kunden gehört, der hat eine App, die kostet 700 Euro. Ah, okay, verstehe. Nee, da sind wir noch vor der. Kommt drauf an, was die so machen, ne? Genau. Und ich finde, für eine Tour eine halbe Stunde wirklich Spaß haben, ist das schon in Ordnung. Ja. Gut, ja, fand ich sehr interessant. Dann danke ich dir erstmal fürs Gespräch. Danke. Und ich hoffe, dass es noch ein bisschen weitergeht. Vielleicht kommen da ja noch andere Städte hinzu oder so. Das ist ja ein Konzept, was man sicherlich erweitern kann. Und es ist vermutlich auch geplant, oder? Das ist der leise Plan natürlich. Man darf es nicht unterschätzen, wie viel Vorarbeit so eine Tour ist. Also da sitzen wir schon 2 Monate dran und haben natürlich eigentlich jetzt auch noch andere Jobs wieder. Und ja, mal sehen. Aber es war tatsächlich so, dass sich durch diese Preisverleihung auch so ein paar Türen geöffnet haben. Also es kamen so ein paar Städte tatsächlich auf uns zu schon. Das müssen wir jetzt so sammeln und bündeln und mal sehen. Aber der Plan ist das schon, dass es weitergeht. Ja, ich hoffe doch. Das wäre doch toll. Innovatives Start-up in Warburg. Ja, da kommen da ja noch ein paar dazu. Ne? Genau. Das ist ja so das neue Zauberwort. Genau. Ja, dann alles Gute. Ja, danke. Vielen Dank. Danke auch für die Zeit. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war ein bisschen interessant und vielleicht inspiriert es den einen oder anderen ja auch, das mal auszuprobieren oder in seiner Stadt Ähnliches zu initiieren. Wie gesagt, das Interview war mit dem Kai Kreubner, seit einiger Zeit wohnhaft hier in Warburg, der mit seiner Frau, der Sarah Hakenberg, hierher gezogen ist und seitdem sich hier so einige originelle Sachen schon hat einfallen lassen. Der Artikel ist jetzt online. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt und dass wir bald wieder ein bisschen interessantere Themen haben. In der Technik war der gute Cedric Brinkmann, der hat das Ganze auch so ein bisschen nett zusammengestellt und ich habe dazu etwas geplaudert. Und jetzt lese ich mir noch einen anderen Artikel durch, da geht es um das Thema Waldbaden. Das ist ja jetzt auch wieder aktueller geworden durch die aktuelle Situation und deswegen muss ich mich da mal ein bisschen schlau machen. Tschüss, bis bald.